24 Angler. There we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference, Scotty Just Brew Anywhere und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 12. Folge des YPC Bank 22 und damit zur zweiten Hälfte des ersten Angeltages in Gruppe D. LMAB-Produktentwickler Enrico Di Ventura hatte einen guten Vormittag und führt die Gruppe momentan mit 3 Hechten und dem bisher einzigen Zander an. Auf Platz 2 folgt ZEC-Team-Angler Markus Eule mit 3 Hechten, die Fox Rage und Gunky Pro-Staffer Patrick Marabel und Malte Gatz liegen mit je einem Hecht auf 3 und 4. Ewart Ostam von Catch with Care und Paolo Baragioli von Mollix haben noch keine Punkte in der Wertung. Der letzte Fang der letzten Folge war ein hart erkämpfter 80er Hecht von Patrick Marabel. Sowohl Paolo als auch er selbst kommentieren diesen Fang. Patrick Marabel, 80 Pike. And for me is still nothing. Zero. So ab 80 Punkte ist für mich so ein Fisch für ein YPC, wo man sagt, yo, geiler Wertungsfisch. Und damit habe ich mein Ziel mehr als erfüllt mit Hechten. Jetzt kann ich natürlich noch gucken, ob ich hier ein paar Bonusfische noch kriege, weil ich finde, von der Uhrzeit her, ja, 10:30 habe ich noch ein bisschen Zeit. Für die, die es interessiert, ist ein Köder von Striking. Ein Köder, den ich schon letztes Jahr als Flachläufer im Turnier gefischt habe, der mir auch schon Hecht dort gebracht hat. Unter anderem den letzten Hecht gegen Dustin, der leider zu klein war. Das ist der KVD Jerkbait. Ich glaube, der 300 Tiefläufer. Schönes Teil, guter Twitchbait oder Jerkbait, je nachdem, wie man ihn führen will. Und habe das schon echt gut mitgefangen. Und gerade auch die Hechte, die scheinen sehr großen Gefallen an diesem Köder gefunden zu haben. Jedenfalls hat er mir im Februar habe ich von Kajak einige Hechte mitgefangen. Und jetzt hat es mir den 80er gebracht. Jetzt kann ich gut gelaunt sein. Jetzt ist Erleichterung. Ja, jetzt geht es nochmal auf dem Rückweg die Hechte anfischen, die eben nicht hingen. Ich nehme dafür jetzt mal 2 Chatterbaits. Einmal einen kleinen Boomer, den Tiny Boomer. Und einmal den größeren 14 Gramm. Ich habe hier drauf einen Krebs gemacht. Das ist unser Boogie Craw. Das ist ein Krebs, wo die Scheren so arbeiten. Und ich habe nämlich die Tage an den Poldern Körbe gesehen, randvoll mit Krebsen. Da haben die mit so Reusen Krebse gefischt. Und ja, da ist auch klar, was die Hechte zumindest teilweise fressen werden in diesen Poldern. Beißzeit vorbei, oder was? Hecht, komm! Während Markus mit 3 Hechten im Gepäck seine Späßchen macht, ist Ewart auch an seiner zweiten Angelstelle ohne Fisch geblieben und wirkt gerade etwas ratlos. Well, I don't know. This is a good spot. Always gain some fish. I hammered it down for at least 1 hour. Nothing, not even a bite. Next spot. On the corner of my road, I should have took the boat. Yeah, I could have took the boat. Yeah, I be in a fuss. All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? I guess that might be us now. Yeah, always on the road, I never home. Got a couple bands on my own. Home.
At least we have a small zander, but too small. What do you think? Yeah, too small. Hey. At least it's a start, but we need something more. We need something more, some big one. Quite better, but still small. Still small, still small, still small, still small. We found some fish, but it's really small zander. Really small zander. We need to improve a bit. The fish are here, but we need something more. Let's open a 50 at least. Let's try something there. No, 53, right? Okay. Finally, a fish. After two zander, the third was cool. I pulled the 3.8, so a bigger bait. And let's see. Do some cast again. Now go, grow, and come back when you are 80, 80 plus. Nachdem das Barschangeln am Morgen nicht von Erfolg gekrönt war, funktioniert Paolos Zanderstelle sofort. Zwei untermaßigen Zandern folgt ein 53er. Paolo kann sich erstmals auf dem Scoreboard verewigen und auf Platz 4 vorrücken. Malte fällt auf 5 zurück. Ja, Halbzeit, 12 Uhr. Jetzt kam eine ganze Weile kein Fisch in Report, aber ja, jetzt hat Paolo einen Zander gefangen. 53. Kein Riese, aber mein Hecht war auch nicht riesig. Damit hat es mich jetzt, wenn ich nicht verkehrt bin, auf Platz 5 verdrängt. Ja, dranbleiben, hoffen, dass irgendwo hier beim Streckemachen der Hecht kommt. Und dann sehen wir weiter. Ja, Leute, wie soll es anders sein? Ich bin wieder am Kanal. Bisschen früher als geplant, aber Hecht brachte nichts mehr, der Spot. Und ich hätte da noch ein bisschen hin und her fahren können, andere Spots anfahren, aber ich habe gedacht, komm. Ich habe den einen Hecht drin und konzentriere mich jetzt mehr auf das, was ich eigentlich kann und hoffe, dass ich da meine Fische fange. Wichtiger ist auch jetzt erstmal die Fischarten voll machen, weil nicht, dass es dann daran am Ende scheitert. Und in dem Sinne werde ich dann jetzt hier an Kanal fischen, aber diesmal nicht schleppen, sondern eher werfen und mit Jikopf und Nedrick. Das waren halt die Erfolgsmethoden beim Training. Schleppen hat, wie gesagt, nur zwei Fische insgesamt gebracht und da war halt die anderen sehr viel effektiver. Und jetzt schauen wir mal, dass ich euch den einen anderen Zander oder Barsch vor die Kamera gezaubert kriege. Drückt mir die Daumen. Die Route kennt ihr auch schon. Die habe ich letztes Jahr so begeistert genutzt. Das ist die Street Fighter Drop and Jig. Eine schöne, leichte Route. Das ist die für Snedrick. Und wenn ich jiggen werde, werde ich stattdessen eine Thai Pro verwenden. Und zwar die Jigger Finesse. 7 bis 28 Gramm. Damit kann ich wunderbar den 10-Gramm-Kopf mit einem 11-Zentimeter, aber auch mit einem 9-Zentimeter Slickshad fischen. Vielleicht auch andere Köder, mal schauen. Das waren halt so die zwei Varianten, die gut funktioniert haben. Also entweder Nedrick, wirklich ganz leicht über Grund gezuppelt,
oder halt mit einem 10 Gramm Kopf, aber relativ langsam geführt. Interessanterweise mit 5 und 7 Gramm Köpfen hatte ich keinen einzigen Biss, nur mit schwereren Köpfen, aber die dann langsam geführt. Die Fische muss man nicht immer verstehen. Es reicht, wenn man es macht, was sie wollen und fängt. Ich mache jetzt mal einen anderen Köder drauf. Weil, ihr merkt es, ich habe den Pullover wieder an. Es ist bewölkt, es ist dunkler jetzt ein bisschen. Schönes Wollgeband. Außerdem ist im vorderen Bereich das Wasser tiefer und drüber. So, jetzt versuchen wir es mal mit einer anderen Farbe, mit einer Schockfarbe. Vielleicht, vielleicht macht genau das den Unterschied. So, ihr seht, wie easy das der zu montieren ist. Mit dem Korkenzieher Screw-In, gell? 10 Gramm habe ich schon drauf, für übers Grau zu ziehen. So, der ist ultra leicht zu montieren, Kerze gerade und geht niemals raus. Da hinten auch wirklich Reise ziehen. Das ist nicht so wie bei einem anderen Ding, was einem anderen hat. Alternativ könnte man aber auch zum Beispiel die nehmen. Das ist auch so Spange, Gummirunner. Und dann kann ich hier vorne Bleie auffädeln und dann kann ich ein bisschen spielen im Gewicht. Gell? 5 Gramm, 2 Stück sind dann 10 Gramm oder 15 Gramm. Kann schon ein bisschen so tick, tick, spielen. Weiß nicht, wie lange ich den Platz hier noch geben soll. Ich denke, dass die Beißphase heute Morgen doch schon nicht schlecht war. Also einen verlorenen Fisch, 3 Hechte gefangen, 1 Zander gefangen, 4 Fische im Scoreboard, ist schon nicht wenig. Trotzdem, man tut sich eben wirklich schwer, weil man eigentlich davon ausgeht, dass hier die Fische irgendwann heute tagsüber noch mal aktiv werden. Einzige Fischart, die mir fehlt, ist der Barsch und einen Barschplatz hier in der Nähe habe ich tatsächlich keinen. Deshalb ja, ist es eben nicht so einfach zu entscheiden, was man dann am Ende macht oder was man halt nicht macht, beziehungsweise ob man geht oder ob man bleibt. Ich hätte ganz gerne wirklich noch einen Hecht, damit ich nur noch einen Barsch brauche, um eine volle Karte zu haben. Aber ja, ich meine, das hätten die anderen wahrscheinlich auch alle ganz gerne. Und Achtung, Firma fürs Phrasenschwein. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Ich hab ihn, Leute. Jetzt kann man Barsch anfahren. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Purple Rave. Hat's geregelt. Oh, das ist ein guter Fisch. Eieieiei. Oh, das ist ein guter Fisch, Leute. Siebenundachtzig.
ein bisschen Netzsalat, aber so, jetzt rappelt er sich gleich eh wieder auf und ist sofort wieder weg. Wie gesagt, die Temperaturen sind noch nicht so warm, dass die Hechte das nicht packen. Aber trotzdem mache ich immer sehr, sehr schnell, einfach um sicher zu gehen, dass sie es packen. Meine Güte, was für ein nervenaufreibender Tag. 5 Fische in der Wertung, 87er Hecht, 90er Hecht, 70er Zander und 2 kleinere Hechte. Jetzt ist man wieder fast versucht, hier noch 2 Würfe zu machen, weil der kam im zweiten Wurf, glaube ich. Erster Wurf hatte ich Kraut, zweiter Wurf kam der Fisch. Ich glaube, ich mache noch 5 Würfe. Vielleicht kann ich upgraden. Mit dem 4. Wertungshecht kann Enrico seine Tabellenführung ausbauen und braucht nun nur noch den Barsch für die Full Card. 87, Pike, again. Chapeau, Enrico, chapeau. 87er Hecht, also neben den 90er jetzt schon 87er. Krank. Dann noch ein 70er Zander. Boah, Enrico, heftige Nummer. Also schon heftig. Wie vorhin schon erwähnt, hat jetzt die Farbe Purple Rave zugeschlagen. Eine Farbe, die für trübes Wasser sehr gut geeignet ist, obwohl sie einen dunklen Rücken hat. Und dementsprechend diese grünen Glitzerflakes sind dann so das kleine i-Tüpfelchen, was gerade bei so Lichtverhältnissen wie heute dann extra noch einen kleinen Reiz gibt. Ach, ich bin so happy, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Pike fishing in conditions like this is it's hard, but it's doable compared to the other teams. They catch fish, so I can only blame myself. And I try to find better spots because I normally won't blame the fish. That's the most easiest way to do, blame the fish. I always blame myself. And when you blame yourself, you can learn and pick the right spots, so to say. Scheiße. Fehlbiss gehabt. Man hat den Schwall eben noch gesehen da hinten. Ja, aber keine Chance, den Haken zu setzen. Something big. Okay, no problem. It was out. So at least was not a fish countable. Ja, das ist, wenn man halt ein Vollidiot ist, Alter, und einfach nicht aufpasst und sich nicht konzentriert. Mal so ans Wasser läuft wie ich, Alter. Da war er gestanden, es war ein schöner Fisch. Normal sollte man sagen, wie ein Fischreiher, Alter, und ich laufe rum wie ein Eisbär. Stell dir das vor. Könnte ein schöner Zander sein. Auf jeden Fall ein besserer Fisch. Ja, ist ein schöner Zander. Kein Riese, aber ein schöner.
Yes, Mann. Gut. Der ist schon mal safe im Kescher. Ist kein Riese. Auf Snatrick. Der hat den richtig weggesnackt. Der wollte den unbedingt haben. Geiles Teil. Bin selber mittlerweile absoluter Fan von Snatrick geworden, nachdem man mir gezeigt hat, dass das auch im Sommer funktioniert. Und wessen Barsch hätte ich Mark Ptaschowski jetzt alle Ehre gemacht und hätte seinen Rekord eingestellt. Aber ein 52er Zander ist auch sehr erfreulich. So. Beim letzten YPC habe ich ein paar Kommentare gelesen, so von wegen, warum schmeiße ich die Fische denn so von oben ins Wasser. Das hat einen guten Grund. Es gibt ihnen Starthilfe und gerade wenn sie sich verausgabt haben, wenn der Drill was länger gedauert hat, man hat sie gemessen, in die Kamera gehalten. Wenn man sie vorsichtig mit dem Kescher reinlegt, dann kann es passieren, dass sie sich auf den Rücken drehen, gerade Zander, und ganz schwer wieder auf Kräften kommen und starten. Deswegen gebe ich den Kopf über den Start ins Wasser. Dadurch kommen sie direkt schon mal einen Schub Wasser durch die Kiemen, Sauerstoff, und sind, schwimmen besser weg. Also es ist für die Fische vorteilhafter. Gerade bei so hohen Temperaturen. Dieses Jahr ist es zwar nicht ganz so heiß, aber letztes Jahr war es richtig übel. Und im Gegenteil kann es sogar sehr schädlich sein, wenn man dann hingeht und die Fische mit dem Kescher zurücksetzt. Das ist ja keine Höhe, das ist ein Meter. Wenn ein Fisch hochspringt, gut, ein Zander wird das niemals machen, aber eine Forelle oder so, die springen ja auch schon mal richtig aus dem Wasser und aus einem Meter Höhe passiert denen ja auch nichts. Und da ist es tatsächlich für die Tiere vorteilhafter. Also ich, keine Sorge, ich achte sehr darauf, was ich den Tieren antue. Und oh, ich muss meinen Fang kosten. Nach der doch eher schwierigen Hechtsuche klappt das Zanderangeln bei Patrick auf Anhieb. Er holt sich die zweite Fischart, während sich Enrico Gedanken macht, wie er seine Karte heute noch komplettieren kann. Jetzt gehen wir Barsch angeln. Leider habe ich hier in der Nähe nicht wirklich viele Barschspots. Deswegen muss ich gleich mal ein bisschen im Auto überlegen, ob mir nicht doch was einfällt, weil der Barschplatz, den ich hätte, eventuell ist eine Stunde weg von hier. Vielleicht müssen wir nochmal meine Connections spielen lassen und vielleicht hat jemand irgendwie was für mich, wo ich nicht dran gedacht habe. Allerdings, ach, mal sehen. Wir gucken mal. Alles, was jetzt kommt, ist natürlich super on top. Ich wollte heute zwei Spezies fangen, das habe ich. Ich habe eine eigentlich fast volle Karte bis auf einen Fisch. Die dritte Spezies fehlt. Keine Ahnung, was ich jetzt mache. Jetzt gehen wir erstmal zurück zum Auto und dann brainstorm. So, Jungs und Mädels, das wird jetzt eine heikle Aktion da. Ihr seht, ich komme nirgends ans Wasser dran wegen dem Schilf. Muss da aber werfen, gell? Brücke muss man auch fischen. Stehen immer Fische. Es kann passieren, dass ich nass wäre. Zum Glück kommt hier eh gleich Werbepause, weil wenn ich hier landen muss, muss ich ins Wasser. Thank you.
ist er drin. Naja. Nee. Wir Hennen, Alter, Junge. Numero quattro. Hoffentlich ist er maßig. Hoffentlich ist er maßig. Scheiße, mein Smasherboard ist rausgefallen, Alter. Fuck. Ach, 48 Zuschauer, Alter. Jetzt muss ich ins Wasser fürs Smasherboard zu holen. You can look at YouTube, you know, eh? YPC 2022. Okay. 57,5 liegt da vorne. Ah, nein, liegt nicht da, doch liegt da, oder? So, 57,5. So. Aber. Bei mir wird Equipment getestet wie bei dem anderen, das schwöre ich dir. Hast du das gesehen? Hast du meinen Absprung gesehen? Ich habe ja schon überlegt, ob ich mich abrollen soll, dann habe ich aber nicht genau gewusst, wie ich das mit der Route mache. Ich habe gesagt, nein, mach es normal. Ah. So, Jungs. Naja. Zum Glück habe ich einen guten Sponsor, da kriege ich vielleicht einen Nein, wenn er das sieht, was ich da alles gebe. Wir sind zuversichtlich, dass dein Sponsor deinen Einsatz honorieren wird, Markus. Auch Paolo scheut auf der Suche nach Fisch keine Mühe. Nach dem Kriechspot unter der Brücke probiert er es an der nächsten Stelle. Marky, have another pike. Not good, but still, I think now we have four. In the last place, for me was tricky. We lost a big fish. And two or three bites, probably all zanders. Now a couple of casts here and then we move again. Whew. It's hot and hard. Ach, wieso, 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 wieso? Ja, 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 bam, Köderwechsel gemacht. Ich hab's euch vorhin gezeigt mit den Krebsen. Bam, Alter. Ja, liegt vorne an, Maul ist zu, 90. 90, berührt. Ja, das Schöne an diesem wunderschönen Land Holland ist, dass man die Fische zurücksetzen kann. Und das geht jetzt auch mit ihm wieder zurück in sein Element. Und weg ist er. Ein bisschen Blut hat er mir auch gegeben. Das ist jetzt mein eigenes. Ja, geil. Weiter geht's. Weiter geht's. Ja, Malte meldet gerade einen echt schönen Fisch. 90er Hecht. Heftige Nummer. Petri, Malte. Irre, was dieses Jahr an großen Hechten rauskommt. Auf dem nächsten Scoreboard wird bei der 52 so eine ganze Reihe von Namen stehen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Jetzt ist auch Malte wieder richtig im Rennen. Ein Superhecht bringt ihm 90 Punkte, den dritten Platz und die nötige Ruhe für eine kurze Tackle-Vorstellung.
Ja, nach dem Hecht ist mal Zeit für ein kleines Fazit und Statement. Ich habe hier meine kleine Shoulderbag von Ganki dabei. Ja, leider habe ich da keinen Platz mehr gefunden für Pflaster oder vergessen, jetzt heißt es mit dem Taschentuch durch die Gegend zu laufen. Ja, der Clip Street Cacher hier, der eignet sich super. Und ich wollte euch noch ganz kurz was zum Gerät jetzt sagen, womit der Hecht kam. Also das ist die neue Chuten Cut Route. Das ist die neue Routenserie. Also die Chuten kennt ihr alle. Die ist jetzt nochmal ein bisschen weiterentwickelt, neues Design. Das ist eine 220H+. Also ist 2,20 Meter lang, 14 bis 42 Gramm. Eignet sich eigentlich perfekt für diese Polderangelei. Ja, mein Köder ist der Boogie Craw an unserem Trailer am Boomer. Das ist jetzt eine 14 Gramm Version. Und ja, ihr habt gesehen, Krebse mögen sie. Kam erst als Fehlbiss auf den Scanner, auf den Baitfisch sozusagen, und ja, den Krebs hat er dann zumindest noch mal richtig haben wollen. Jetzt geht's weiter und vielleicht kommt ja noch eine oder zwei oder drei. Herzlich willkommen zurück, Leute. Mission ist jetzt ganz klar, einen Barsch zu fangen. Muss ein bisschen umsortieren, damit ich auch alles dabei habe, was ich brauche. Das ist die Topwater-Kiste. Ah, die brauche ich auch. Die kann raus. Lamoustique, 2,25 Meter bis 21 Gramm. Und dann nehme ich noch eine Topwater-Route mit, beziehungsweise unsere neue Rodfather, 3 bis 14 Gramm, alte Baran BFS drauf. Und dann können wir nur hoffen, dass wir einen Barsch kriegen, Leute. Ich würde niemals auf Barsch angeln wollen ohne Spinnerbait. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall merken. So, jetzt habe ich bald mehr Köder im Rucksack dabei als beim Hechtangeln. Ja, die Barsche sind halt auch wählerisch. Kescher ist auch ein anderer. Den riesengroßen Kescher brauchen wir jetzt nicht mehr, denke ich zumindest. Und dann kann es losgehen. So Jungs, es war ein geiler Vormittag, ihr habt es gesehen. Während ich auf den Bus warte, anstatt er mich zum nächsten Gewässer bringt. Esse ich mal was, das habe ich mir nämlich so verdient. Und außerdem, Alter, habe ich heute viel zu wenig geraucht. Ich merke es schön auf meiner Lunge. Jetzt mal Raucherpause, Essenspause und dann gucken wir, ob wir vielleicht noch einmal upgraden. Ein bisschen größer ist, wäre schon geil, Alter. Safeting. Oder ob wir extra Angelzeit für den heimtückischen Barsch rausholen, den wir dann zum Schluss eh nicht haben. Mit blendender Laune geht Markus in die Pause. Ewert kämpft nach wie vor um den ersten Fisch. Bisher überzeugt ihn seine Planänderung jedoch nicht. Well, my game plan was fishing for Zander in the morning, but not single bites. And then I decided to change my plan, because in the group's app it was mainly pikes that were caught. So I give it a try, but I think wrong spots again for me, because zero action. We are under this small bridge, in this small stream actually. In the middle of the stream there's a hole, but it's totally, totally flat and the water is super calm here. So I decided to do this. I'm using a OMTD T-Genius Wacky weighted hook with this RT fork flex that is floating. So the presentation on the ground will be like this, floating, moving with, and I will move it like a sort of net rig, so. Also, okay, I think the spot is gone. I think the spot is gone. Whew. Tender. Not so big, but still, we have it. I think it's 43 or something. 47. No, 8. 48. Yeah, 48. But still, let's see if something better happen. It's better than nothing. Yep.
let's release it. Go, 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 go. What the fuck? I think there was a fish here. When I was here, I lost, I don't know what. Die Kanufahrer scheinen dem Zander den Appetit nicht verdorben zu haben und so kann Paolo wieder Anschluss an Malte und Patrick finden. Markus ist von seiner Pause zurück. So Jungs und Mädels natürlich. Der Bus war da, ihr seht's, ich bin nicht mitgefahren. Wir gehen nämlich jetzt Barschangeln. Die Entscheidung war, hier noch ein bisschen Hechtangeln upgraden. Ein besserer Hecht wäre noch geil gewesen, aber ich weiß ganz genau, dass der Barsch sau schwer wird. Und die Bonusangelzeit nehmen wir jetzt, fahren an den Hafen, an eine Fähre und versuchen irgendwie einen 22,5er Barsch zu fangen. Irgendwie kriegen wir ihn. Und dann, Alter, dann können wir uns morgen voll und ganz auf die Stachelritter konzentrieren. Aber ganz schlecht gehakt, weil ich den Anhieb eigentlich viel zu spät gesetzt, also ganz komisch gesetzt habe. Ich bin mal gespannt, ob der hängen bleibt. Dürfte ein Zander sein. Wie ich gesagt habe. Scheiße. It's not 22. Try. Ah, it's 15. Look. At least we caught some fish today. On a spinnerbait, we have this small pikey. Oh, pikey! And it's 53. Nothing big, but still, he's a fish. So, better than nothing. Ciao! All small fish today, but at least we have something. The spinnerbait allowed you to cover a lot of water. And if you fish with the small spinnerbait, in this case it's a water slash for Molix, double Colorado, so I can reel it really slow. You can avoid all the herbs and the obstacles because the spinnerbait is quite weedless. This size allowed you to catch easily perch and pikes without no problem. And I put another extra hook on the hooks of the spinnerbait. It's more easy to hook the fish. Paolo kann an einem Spot alle drei Fischarten fangen und anders als der Barsch hat der Hecht das nötige Maß. Der Italiener zieht in der Tabelle an Patrick und auch an Malte vorbei. Ja, ein bisschen Zeit ist wieder vergangen. Ich glaube, 2 Stunden sind ungefähr noch zu angeln. Und jetzt hat Paolo gerade losgelegt. Also, was heißt losgelegt? Da hatte er vorher schon einen Zander, aber jetzt hat er gerade einen Zander und einen Hecht innerhalb von 5 Minuten gefühlt gefangen. Also, das ist schon ziemlich cool. Beides keine Riesenfische. Aber, ja, immerhin schon 3 Fische. Also, es sieht schon so aus, als könnten das bei uns ja einige zu einer Full Card schaffen, wenn ich mir so die Fischanzahl von heute angucke, wenn das morgen auch nochmal so läuft.
Mann. Das war kein kleiner Fisch. Der war nicht klein. So, Jungs und Mädels, wir sind jetzt an meinem Barschspot angekommen, gell? Die Bonuszeit gut nutzen. Weil im Barsch rennen wir morgen eh nachher. So wie es aussieht, werden wir da nämlich auch keiner fangen. Ich mache jetzt mal hier mit Search Bait, also da mit Chickspinner. Oder mit Quengs habe ich jetzt eben gerade gefischt. Suche mal Fische aktive, finden wir aber nichts. Wir sind am Fluss Eisele. Wie heißt das eigentlich? Der Eisele, die Eisele, das Eisele. Schreibt uns mal in die Kommentare, ich weiß es echt nicht. So, auf der Suche nach dem heimtückischen Barsch. Ihr seid dabei. Gucken, was geht. We are at the final spot of the first day. So far, I was really unlucky with choosing spots. No fish for me. So far, I can only blame myself because all the others catch fish. So that means I chose wrong spots. And I can learn from that. Never blame the fish. And hopefully, 2 more hours to catch at least one zender to save the honor and fill the card. So wish me luck. I think it's too small, but at least we saved on her. Forty-five and a half. Never, ever, ever give up. Keep on hammering. Finally, my first fish. Casting, casting, casting with the Strike Pro Piglet Shed, and finally it gains a fish. Small one, but at least we are on the card. Ewart kann die erste Fischart abhaken. Enrico tut sich mit der dritten bislang noch schwer. Die Fische scheinen aktiver geworden zu sein. Sind jetzt ein paar Fangmeldungen reingekommen. Paolo hat was gefangen, Ewart hat was gefangen. Zum Glück alles nur kleine Fische, aber trotzdem, also bei diesen Competitions ist es wirklich so, man kann sich auf gar nichts ausruhen. Selbst wenn man gut gefangen hat, macht es überhaupt keinen Sinn, irgendwie zu denken, dass das jetzt eine gegessene Sache ist. Von daher fokussiere ich mich jetzt auf meine eigene Stelle hier und gucke, dass ich den einen Barsch kriege. Zwei Bisse leider verhauen, ein Fisch war gut, das war ein guter Widerstand, zwei Bisse verhauen, ich glaube, das waren kleine Fische. Hier sind jetzt die Fische auch nicht so allzu groß. Trotzdem, ein maßiger Fisch wird mir reichen. Gestern kam ein 35er, das wäre natürlich ein Traum. Aber träumen darf ja erlaubt sein. Irgendwas Kleineres. Kleiner Zander oder, wenn ich Glück habe, zumindest Barsch. Babyzander. Also. Ich glaube, da brauchen wir noch nicht mal zu messen. Der hat definitiv keine 42. Ja. Immerhin gab es einen Fisch. Der gab haben vielleicht 35. Aber offensichtlich war die Wahl von leichterem Kopf gar nicht mal so schlecht. Bin von 10 auf 7 Gramm runter.
Weil vorhin Fehlbiss, dann der Aussteiger. Ich hoffe halt, dass die mit dem leichten Kopf den besser einsaugen können. Wieso zum Teufel ist Daniel Batman? Ich bin Süßes oder Saures? Ab sofort feiern wir wieder Halloween bei hecht-und-barsch.de. Das bedeutet für euch, dass ihr für nur 29,95 ein Überraschungspaket mit einem Warenwert von 38 bis 330 Euro abstauben könnt. Wie jedes Jahr schenken wir 10% des Gewinns an die Royal Fishing Kinderhilfe. Und warum sehen wir eigentlich so bescheuert aus? Das ist so, weil wir dieses Jahr garantieren können, dass Halloween frosch- und fledermausfrei gefeiert wird. Viel Spaß beim Mitmachen! West Side is the best side. Ja, auch das passiert mal. Ich hatte jetzt gerade einen Abriss. Tatsächlich einfach ein bisschen blöden Wurf gemacht. Den Köder kann ich, denke ich, gleich auf dem Rückweg noch einsammeln. Ich baue jetzt aber einmal schnell neu. Und ja, um euch einmal kurz zu zeigen, was ich hier nutze. Ich nutze von Ganki das Fluorcarbone 086. Das hat 41 Kilo Tragkraft, aber klar, es geht nicht um die Tragkraft, sondern um die Dicke. Das ist relativ hechtsicher. Also ich würde sagen zu 99%, aber klar, es gibt immer mal wieder das eine Prozent, dass vielleicht auch was passiert, aber ja, das knote ich jetzt mit einem FG-Knot an und dann kommt da wieder ein neuer Scanner ran und dann geht's weiter. Okay, let's move to another bridge. Smaller than this. But it's a bridge. Today, all the fish we hooked were in the shadow. So, let's go there and see if some good fish wait for us even there. At least I caught all the three species, but unfortunately the perch was really small. Ein wichtiger Fisch, wenn er die Mindestmaße hat. Ja, 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 ja. Yes! Der hat die. Wertungsfisch. Wieder auf Netrick. Ein Wertungsfisch, der im Kescher den Köder ausgespuckt hat. Wunderschöne Fische. Schöne goldene Färbung. 48. Ja, 48 hat er. Jo! Fisch Nummer 3. Selten mich über einen 48er so sehr gefreut wie jetzt. Und jo, Evert hat auch einen Zander gefangen. Ein 46er, sehe ich gerade. Und Paolo. Ist ja schon einiges bei rumgekommen. Also, coole Sache. Jetzt mal weiter Gas geben. Viel Zeit ist nicht mehr. Und wenn es geht, will ich doch schon versuchen,
bis auf den Barsch alles voll zu machen. Gut, wenn Barsch beißt, natürlich noch geiler. Aber wo einer ist, können noch mehrere sein. Unförmiger Köder. Man könnte meinen, das ist nicht fängig, aber verdammt gut. Im Winter fange ich gut Barsche damit. Habe dieses Jahr schon 50 plus damit gefangen. Und wie man sieht, mögen die Zander den auch. Das ist der von Striking, der Net Ocho. Das ist ein spezieller Netrig Jighead. Auch von Striking. Richtet halt den Köder so auf, dass der, wenn er zu Boden sinkt, schön von Grund aufstehend wackelt, zittert. Und es ist anscheinend für die Fische wirklich tödlich, dass selbst so relativ unspektakuläre Köder von der Körperform her wahnsinnig fängig sind. Also heute jetzt die zwei Zander bis jetzt darauf. Kann es nur empfehlen, jeden mal auszuprobieren. Netrig macht wirklich Spaß. Einzige, es ist nicht wirklich top fürs Suchen. Also da sollte man schon ungefähr wissen, wo die Fische stehen, weil man relativ langsam fischt. Und da kann das eine mühselige Angelegenheit werden, mit dem Netrig Fische zu suchen. Ja, und wieder einer. Aber das könnte ein Barsch sein. Das könnte ein Barsch sein. Ja, ist ein Barsch. Yes, Mann! Ja! Geil, alle drei Fischarten. Juhu! Mein Gott, habe ich selten mich so sehr über dich gefreut, mein Freund. Ey. Wie man sieht, wieder Netrig. ...31, du bestätigst? Ja. Was hat er noch? 31? Wuhuhu! Mit Hilfe seines Net Ocho fängt Patrick als erster Angler der Gruppe einen maßigen Barsch und hat damit alle drei Fischarten beisammen. Malte beobachtet das Geschehen in der Gruppe wie immer sorgfältig. Ja, letzte Stunde ist angebrochen. Ewert ist aufs Board gekommen mit einem Zander. Kein Riese, aber wie gesagt, das ist mal besser als nichts. No Schneider heute alle in der Gruppe. Und ja, Patrick hat gerade noch einen Barsch gefangen. Krass, damit hat er alle drei Fischarten. Das ist natürlich ja, eine sehr, sehr geile Ausgangsposition für den letzten Tag. Ne? Ich werde die letzte Stunde weiterhin hier meinen Chatterbait, vielleicht gleich nochmal einen Scanner, durchs Wasser kurbeln und hoffen, dass noch der dritte Hecht kommt, vielleicht dann noch der vierte. Chancen waren heute echt genug da. Ganz, ganz komisch, wieso die ihn heute nicht so richtig packen. Und ja, die anderen Fischarten bleiben dann wahrscheinlich für morgen. Aber im Polder, das ist auch Fakt, kann immer noch mal ein Barsch kommen. 15 Uhr, goldene Stunde, Alter. Nach 1 Stunde für die Buhne zu beackern. Ich fange jetzt hier hinten da sicher. Im inneren Buhnenbereich an. Fisch die Stelle entlang. Schick den Boden ab. So, dass ich halt den hinteren Bereich von der Buhne ganz ausgefischt habe. Und dann gehe ich vor auf den Kopf und fange an. Irgendwas anderes zu machen. Keine Ahnung. Weiß noch nicht was. Ist mal dort sind, wissen wir es. Letzte Stunde hat geschlagen. Zumindest für Tag 1. Und da ich ja mehr zwei Fische schon hatte und jetzt einen dritten dran habe, habe ich mich entschlossen, nur noch eine Route, also die andere Route wegzuräumen. Aber ja. Und nur noch mit der Netrig-Route zu fischen und eventuell noch mit Wobbler zu schleppen. Ja, wie ihr seht, auch kleine Zander schnappen mal zu. Der zweite untermaßige heute. So. Und komm, weg damit. So. Nicht mal angefasst. Besser geht's nicht. Ja, und jetzt werde ich nur mit Netrig fischen. Und mich auf dieses Areal hier beschränken, weil ja, jetzt kamen schon drei Fische hier rum und das macht Hoffnung, dass hier noch der eine oder andere weitere ist, dass ich sogar mit ein bisschen Glück die Full Card hinbekomme. Und das wäre natürlich für morgen ein Traum, wenn ich mich komplett dann darauf beschränken kann, es abzugraden und mir da aussuchen kann, mit welchen Fischarten. Das ist jetzt der Plan. Drückt mir die Daumen, dass er aufgeht. Abgesehen von der Größe ist er ja gerade aufgegangen.
Not that big, but still, come on! Ah. Yes! Never give up! Not that big fish, the spinner bait do the job again. Ah. Okay, leave it. Again! Mwah. 60, 6.5, right? Yep. No, 7. 67. A good pike, not so big, but still a good pike on a spinnerbait. I'm happy now. It's not the end anymore. Let's do it. Come on, come on, come on, come on. Den letzten Fisch des Tages fängt Paolo Baraggioli von Mollix, der damit wieder nah an den zweitplatzierten Markus Eule von Zec und den drittplatzierten Patrick Marabel von Fox Rage heranrückt. LMAB-Produktentwickler Enrico Di Ventura kann den fehlenden Barsch heute nicht mehr fangen, übernachtet aber trotzdem an der Tabellenspitze. Gunky-Teamangler Malte Gatz liegt mit 2 Hechten auf Platz 5. CWC-Vertreter Evert Ostam mit 1 Zander auf Platz 6. Wir hören noch mal rein, was die Angler für abschließende Worte zu diesem Angeltag finden. Okay. Fuck me. What a day. At least we caught some fish. But unfortunately, the fish was not that super big. At the end, never give up and something arrive. I have time to improve the second day. Tomorrow I will check a couple of spots just to see. And then I will try to make the best result for me and pass at the final. We have one full day left, and for my personal, it's with better spots. Zone 3 is not my favorite zone. Of course, it's not an excuse, but I normally don't fish in this part of the Netherlands. I hope you, I don't let you down too much. I did my best, and there was nothing more to fish today. So. See you in the next episode. Thanks for watching from Catch with Care. So, Jungs und Mädels, es war ein hervorragender Angeltag. Alles nach Plan. 4 Hechte haben wir uns als Ziel gesetzt. Punkte sind scheißegal, weil wir machen am Schluss den Strich drunter. So, 4 Punkte haben wir. Dass wir den Barsch nicht fangen, war eh klar. Aber morgen sind wir richtig motiviert. Richtig motiviert. Also, nächste Folge einschalten, Hashtag Team Eule, dranbleiben und da auch was unten drunter schreiben, gell? Ich bitte euch, Freunde. Bis dahin, ciao. Ich hätte super gerne eine volle Karte gehabt. Trotzdem will ich mich null beschweren. Null. Überhaupt gar nicht mit dem Ergebnis des heutigen Tages. Aber mir fehlt der Barsch. Und einen Tag lang auf Barsch angeln habe ich schon häufig gemacht für einen Biss. Ich hoffe, dass ich, wenn es denn nur einer werden sollte, dass ich den verwandeln kann. Ich hoffe aber, dass ich mehr Bisse kriege. Jetzt ist halt die große Frage, was man macht. Ob man auf einen großen Fisch geht oder ob man eher auf 2, 3 mittelgroße geht, um vielleicht sogar noch mit dem zweiten dann auch den 67er Hecht rauszukegeln. Aber keine Ahnung, es ist schwer. Morgen erstmal runterfahren, Tackle neu sortieren und dementsprechend auch vielleicht sogar trainieren, 1, 2 Stellen. Aber jetzt ist Feierabend für heute, jetzt fahre ich nach Hause, gönn mir ein Kaltgetränk und fahr runter. Bis dann, ciao. 2 Zander, 1 Barsch, 1 Hecht in der Wertung. Der Hecht 80 cm ist wirklich gut, bin ich sehr happy mit. Der Rest ist ausbaufähig. Kommt drauf an, was ich morgen hinkriege. Ja, und ansonsten, die Jungs haben teilweise richtig gut gefangen, in allen voran Enrico. Geile Sache, starke Leistung. Auch Eule, sehr gute Fische. Also in dem Sinne, alles noch offen. Freuen wir uns halt auf übermorgen, nicht morgen. In dem Sinne, ciao. Ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen. Macht's gut. Tightlines.
Tag 1 YPC 2022. Ich habe 2 Hechte gefangen, einen ganz guten, einen, der vielleicht ein bisschen klein ist, aber ja, ich habe alle Karten in der Hand für den zweiten Tag, hoffe ich zumindest. Und vor der Leistung der anderen kann man natürlich nur den Hut ziehen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Auch wir verabschieden uns, aber nur bis zum nächsten Donnerstag, denn wir haben wieder eine Woche mit 2 Folgen vor uns. Die Entscheidung in Gruppe C steht an. Mark, Daniel, Ton, Christian, Flo und Jonas kämpfen um 3 Plätze in der nächsten Runde. In der Woche darauf folgen dann die 2 letzten Episoden in Gruppe D. Wir freuen uns über Likes, Kommentare und über neue Abonnenten. Ciao.